Ich habe jetzt die Gelegenheit, das noch zu sagen, was ich in den anderthalb Stunden vor nie geschafft habe. Denn das ist jetzt keine Drohung. Ich will am Anfang nochmal Folgendes aufmerksam machen. Also, dass wir jetzt in dieser Gruppe hier dastehen, das ist meines Wissens zumindest ein Novum in unserer Partei. Das hat es so noch nicht gegeben. Und ich bin außerordentlich froh darüber, dass wir hier in Sachsen-Anhalt auch nicht diese Form von Unterstützung durch die Fraktionsvorsitzenden erfahren. Ich schließe die da Haushalt hier im Haus wirklich mit ein. Da war es lange genug. Noch länger, noch besser. dass die Fraktionsvorsitzenden der ostdeutschen Landtagsfraktionen und die als Vertreter der Bundestagsfraktion hier an diesem Parteitag teilnehmen. Das ist tatsächlich etwas bisher Einzigartiges bei uns und ich freue mich außerordentlich über diese Unterstützung, die hier signalisiert wird durch unsere Vertreter in den Parteien und in den Fraktionen vor Ort. Ich will uns in aller Deutlichkeit sagen, das hat etwas mit der bundespolitischen Bedeutung dieser Wahl hier in Sachsen-Anhalt zu tun und die Bedeutung dieser Sachsen-Anhalt-Wahl auch für die Länder hier gerade im Osten Deutschlands. Das hat politisch-taktische Aspekte, das will ich hier überhaupt nicht leugnen. Ich weiß, dass wir zum einen natürlich irgendwo verpflichtet sind, mit dieser Landtagswahl im März nächsten Jahres die Berliner und Brandenburger nicht allein zu lassen, sondern die Möglichkeit von Rot-Rot auszugehen, die Möglichkeit von Rot-Rot hier auch in Sachsen-Anhalt unter Beweis zu stellen. Und damit natürlich auch, ich sag mal, den einen oder anderen Druck, den es ja in unseren westlichen Nachbarländern gibt, ein Stück weit auch zu verringern, auch ein bisschen die Akzeptanz zu fördern. Wir wissen, dass wir für Mecklenburg-Vorpommern, das hat Helmut ja auch mal ganz deutlich gesagt, einen entsprechenden Vorgabe machen müssen bei unserer Landtagswahl. Er hat gesagt, wenn das hier bei uns in Sachsen-Anhalt klappt, dann ist das bei ihm wohl nicht mehr ganz so schwierig. Das ist, haben wir natürlich als Auftrag mitgenommen. Ich will aber auch ausdrücklich sagen, dass es natürlich auch in den westdeutschen Bundesländern wichtig ist, was hier in Sachsen-Anhalt passiert. Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wählen eine Woche nach uns. Auch daran sieht man schon, wie wichtig eine entsprechende Vorgabe von uns hier ist. Aber natürlich auch bei unseren Nachbarländern in Thüringen und Sachsen. An der Hahn will ich hier nochmal ganz besonders hervorheben, weil der ist der Initiator, das kann ich schon so sagen, der war derjenige, der diese Form der Unterstützung als erstes als Idee geboren hat. Wenn es jetzt hier um diese Dinge geht, die wir gemeinsam vertreten, geht es natürlich nicht nur um Sachsen-Anhalt, da geht es darum, dass Sachsen-Anhalt günstige Rahmenbedingungen für die ostdeutschen Bundesländer und unsere Parteien dort realisiert, aber es geht natürlich ganz gewaltig um Inhalte und deswegen haben wir eine gemeinsame Erklärung aus dem Ortwechsel hier vorgelegt, die unsere landesspezifischen Interessen zum Ausdruck bringen, die aber ganz klar sagen, wir können diese landesspezifischen Interessen nur mit einer bundespolitischen Dimension wirklich umsetzen und deswegen werden sich alle gemeinsam. Und zwar egal, ob wir in diesen Ländern uns in einer oppositionellen Klassensteuer befinden, wie wir in Sachsen-Anhalt ja zurzeit noch tun, oder ob wir in den Landesregierungen vertreten sind und dort in der Lage sind, unsere Konzepte umzusetzen, aber eben nur so weit wie die bundespolitischen Rahmenbedingungen dies vorgehen. Das vielleicht von mir, ich würde jetzt diplomatisch als diejenige, die Vertreter der Bundestagsfraktion auch nochmal etwas zur bundespolitischen Dimension auch unserer Positionierung hier, unserer gemeinsamen Positionierung als Fraktionsvorsitzenden und Vertreter sagen. Ja, meine Damen und Herren, von mir zunächst mal nicht die bundespolitische Komponente, sondern schon die Bedeutung der Landtagswahl hier in Sachsen-Anhalt hervorgehoben. Bis vor wenigen Wochen hätte ich ja ruhig sagen können, die nächste Landtagswahl, das ist jetzt etwas in Frage gestellt durch Nordrhein-Westfalen, aber nichtsdestotrotz wird diese Wahl eine Richtungswahl sein, insbesondere für das Jahr 2011, wo das ja nicht die einzige Wahl bleibt. Berlin, Mecklenburg-Vorpommern werden wählen, aber auch Bremen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, und dass das wieder ein Jahr mit vielen Wahlen wird. Ich will zunächst betonen, dass Wulf Gallert, der heute hier als Ministerpräsidentenkandidat gekürt werden wird, ich hoffe mal auch mit einem sehr überzeugenden Ergebnis, dass der die volle Unterstützung der Bundespartei, aber auch aller Landesverbände, die wir auch nicht nur der Ostdeutschen haben. Das ist für uns nicht eine Spaßkandidatur, sondern sie ist eine völlige Ernsthaftigkeit. Diese Ansage, Ministerpräsident werden zu wollen, ist realistisch. Das ist auch nicht etwas aus dem goldenen Kuckucksheim. Ich kann auf die Ergebnisse verweisen der letzten Wahlen, nicht nur der Bundestagswahl, auch Europawahl, diverser
Angebot an die Menschen hier in dem Land und ich bin froh, dass Wulff diese Aufgabe annehmen kann. Zweitens, sehr eindrucksvoll hat er in seiner Rede geschildert, welche Möglichkeiten es gibt. Und vor allen Dingen, das begrüße ich sehr, sehr realistisch gesagt, was unter diesen finanziellen Bedingungen nicht möglich sein wird. Deswegen ist auch die gemeinsame Erklärung überschrieben damit, dass der Osten den Wechsel braucht und der Wechsel bezieht sich natürlich auf die Bundesregierung. Für die Linke, aus meiner Sicht, muss ganz klar sein, dass wir diejenigen sind, die diesen Wechsel deutlich mit befördern, weil wir können in einer Mitte-Links-Regierung der Garant sein, dass es wirklich zu einem Politikwechsel kommt. Dieser fällt nicht vom Himmel. Ich freue mich auch, dass es außerhalb der Parlamente eine veränderte Stimmung gibt. Ich wünsche mir, dass sich diese Bündnisse von Gewerkschaften, Kirchen und vielen anderen durchaus verstärken, damit ein Druck entsteht. Denn andere Bündnisse werden nicht durch Parteiarithmetik gebildet, sondern sie entstehen aus der Gesellschaft und da ist vieles zu leisten. Da soll gerade auch, weil der Osten es besonders braucht, dieses Angebot mit einem Beitrag zu leisten. Sie wissen, in den nächsten Jahren werden die Bedingungen hier in den neuen Ländern noch viel schwieriger und deswegen diese Positionierung aus der Sicht der Bundespartei, ich habe vorhin darauf verwiesen, will das hier nicht wiederholen, dass wir Angebote gemacht haben, dass die öffentlichen Haushalte von den Kommunen bis zum Bund wirklich eine relevante Entlastung bekommen und dass überhaupt wieder Handlungsfähigkeit hergestellt wird, denn daran mangelt es. Deshalb Sachsen-Anhalt mit Wulff als Ministerpräsidentenkandidaten bundespolitisch eine sehr, sehr wesentliche Wahl, die Weichen stellen kann, die hoffentlich dann etwas später, je eher, desto besser auch bundespolitische Früchte tragen. Dankeschön.